Mein Name ist Klaus Böhm, ich bin Professor für Geoinformatik und Leiter der Lehreinheit Geoinformatik und Vermessung. Wir beschäftigen uns im Wesentlichen mit der Erfassung und der computergestützten Verarbeitung von geobezogenen oder allgemein gesprochen raumbezogenen Daten. Eine Spezialität unserer Fachrichtung ist die Integration von Forschung und Lehre. Studierende können in aktuellen Projekten in unserem Forschungsinstitut i3 Mainz mitarbeiten und somit in einem sehr spannenden Umfeld sehr früh praktische Erfahrungen sammeln. Wir versuchen stets, aktuelle Technologien in unsere praktischen Arbeiten zu integrieren. Zum Beispiel der Einsatz von Head-Mounted Displays für die Entwicklung von 3D-Anwendungen. Das Bachelorstudium besteht aus zwei Teilbereichen. Einmal dem Bereich der Vermessung und einmal dem Bereich der Geoinformatik. Bei der Vermessung geht es darum, mit Hightech-Instrumenten wie zum Beispiel Tachymeter, Nivellier, Laserscanner, Geoinformationen zu erfassen, zu verarbeiten und auf Qualität zu prüfen. In der Geoinformatik geht es darum, diese Geoinformationen zu analysieren, zu visualisieren und übers Internet zu verbreiten. Die Geoinformatik und Vermessung ist für mich ein stetig wachsender Markt mit stetig wechselnden Aufgabengebieten. Von daher finde ich einfach spannend, in diesem Gebiet tätig zu sein. Von Runtastic über komplizierte oder komplexe Verkehrsleitsysteme bis zu millimetergenauen Ausrichtungen von Bauteilen in der Industrie hat eben alles mit Vermessung zu tun und mit Geoinformationen. Ich habe mein 5. Bachelorsemester im Ausland verbracht. Ich war in Schweden, habe dort die Vorlesungen in englischer Sprache besucht, um einfach mal einen Einzug zu kriegen, wie ist die Vermessung denn in anderen Ländern aufgebaut. Für die Hochschule Mainz habe ich mich daher entschieden, weil ich von Anfang an gemerkt habe, dass es hier eine sehr familiäre Atmosphäre ist. Man hat einen sehr intensiven Kontakt auch zu den Professoren, das heißt, man wird nicht alleine gelassen. Zudem gefällt mir sehr gut, dass man mit den Kommilitonen auch außerhalb von Vorlesungsveranstaltungen sehr viel zusammen unternimmt. Man lernt die Stadt kennen, wir grillen am Rhein, wir unternehmen Exkursionen zusammen. Das finde ich besonders schön. Ich habe ein Forschungsprojekt in Syrien als studentische Hilfskraft begleitet. Bei diesem archäologischen Ausgrabungsprojekt wurde eine unberührte Gruft gefunden. Und wir haben während des Grabungsprozesses mit Hilfe der 3D-Messtechnik, Laserscanning und Fotogrammetrie diese Gruft dreidimensional dokumentiert. Als ich hier das erste Mal hingekommen bin, ist mir direkt aufgefallen, dass alles sehr modern ist. Ja, die Atmosphäre dadurch direkt positiv ist und dann ist man auch gerne hier. Ja, dann macht das Studieren auch gleich mehr Spaß.